Erzähl mal ein bisschen was zu deinen Umbauplänen. Also aktuell, dieses Büro werden wir verlassen. So wie es jetzt aktuell aussieht, wird dieser Raum, er wird zurückgelassen und er wird verlassen. Dafür wird es einen Raum geben, der doppelt so groß sein wird wie dieser. Aufgrund meiner Pläne, die ich jetzt aktuell habe für meinen Content, brauche ich einen größeren Raum. Ich brauche eine Ecke für YouTube-Videos und ich brauche generell so ein bisschen mehr Platz, falls Menschen zu Besuch kommen. Aktuell ist es so, dass wir beide Rigs, so wie es jetzt Stand der Dinge ist, werden beide Rigs in meinem Hintergrund stehen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise dir das vorstellst, stehen beide Rigs da im Hintergrund. Dazu wird es noch eine wunderschöne Wand geben mit einem Schwerlastregal, wo ausgeleuchtet die ganze Hardware drin ist, die ich reviewed habe. Stand der Dinge ist, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal erinnern, ob einige sich an noch den damaligen neuen Streaming-PC erinnern können, wo einige Leute ein bisschen große Augen gemacht haben. Also ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass mein Streaming-PC schon sehr alt ist. Es könnte eventuell sein, dass wir einen neuen Streaming-PC haben mit ein bisschen mehr PCI-Slots und einer riesig großen CPU drin. Man weiß es nicht genau, kann sein. Und vielleicht gibt es auch für den Gäste-PC auch noch einen neuen Computer, sodass alle Stationen in diesem Raum einen eigenen PC haben und die Möglichkeit haben, von dort zu übertragen. Das sind so die aktuellen Pläne. Das wird in 6 Tagen alles gemacht, also es wird komplett in 6 Tagen alles umgebaut, abgebaut, neu gebaut und alles ein bisschen größer mit ein bisschen mehr Platz, sodass man auch Gäste empfangen kann, die sich in 2 Rigs austoben können. Es gibt noch einen Schreibtisch, gibt noch einen Gästeplatz, gibt eine YouTube-Ecke, also es gibt ein bisschen was. Gibt's ein Bällebad? Nee, aber eine Driving Range. Eine Driving Range? Wie viel Quadratmeter wirst du ungefähr haben im neuen Büro? 35? Ich glaube 35 sind das ungefähr, Pi mal Öre. Das eine Rig hat Triple Screen 48 Zoll, also die LG-Monitore, die wir zum Testen gekriegt haben. Falls das auch von Relevanz ist, das wird halt schon groß. Dann gibt es da dran die ganze Asetek-Ausstattung an dem großen Rig. Das kleine Rig müssen wir mal gucken, wie wir das nachher am Ende machen. Dann gibt es komplett neu aufgesetztes Netzwerk. Sound wird komplett neu aufgesetzt. Also es wird eigentlich im Grunde genommen alles von null komplett umgekrempelt und neu gemacht. Und das willst du in 6 Tagen schaffen? Ja. Jalla. Hm. Hab schon andere Sachen gemacht. Schaffen wir schon. Also es ist auch alles geplant und schon ein Großteil ist schon vorbereitet. Und wir sind zu dritt aktuell. Das geht schon. Das geht schon. Ich muss aber auch gleich ganz klar hier an der Stelle noch was definieren und sagen. Sehr, 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 sehr viele Dinge. Also bestimmt 80% der ganzen Sachen, die neu verbaut werden, sind alle gesponsert. 80% der Dinge sind gesponsert. Die habe ich nicht bezahlt. Da kümmere ich mich schon seit einem halben Jahr gemeinsam mit meinem Management rum. Mein Management und ich kümmern uns seit einem halben Jahr darum. Und das ist auch nicht erst seit gestern geplant und auch nicht erst seit vorgestern. Also die Wohnung sieht eigentlich gerade aus wie ein Abstellraum. Weil alles gesammelt wird und hingepackt wird und fertig gemacht wird und vorbereitet wird. Und einen Großteil davon habe ich mit Hilfe von Sponsoren realisieren können. Ich möchte extra darauf nochmal hinweisen, es wird eine Menge YouTube-Content geben und da werdet ihr sehr oft hören, dass das bezahlt wurde. Das war der Deal, ich musste zu gewissen Teilen ein bisschen meine Seele verkaufen, was aber nicht schlimm ist, weil ich die Produkte alle mag, also ich verkaufe gerne meine Seele dafür. An der Stelle möchte ich aber trotzdem vorher schon mal sagen, ihr könntet das ein oder andere Mal #Werbung kommen. Sind trotzdem alles gute Produkte, also es ist nicht, dass da irgendwelcher Much drin ist oder irgendein Quatsch dabei ist. Das sind die Pläne für den Umbau. So ist er aktuell. Ich weiß auch gar nicht, warum ich umziehe. Ich habe keine Ahnung, wie auf den Trichter kommt, dass ich umziehe. I don't know. Aber ey, ich ziehe halt dann einfach um. Gut. Nee, ich ziehe einfach um. Ist in Ordnung. Ich weiß zwar nicht, aus welchen Informationen ihr das hier jetzt entnehmt, aber ja, ich ziehe jetzt dann offiziell um. Machen wir, Chen. Lass uns einfach ein bisschen Drama draus machen. Ich ziehe jetzt einfach um. Und dann bin ich am 25.08. sage ich dann einfach so, Chat, ich bin jetzt weg, in 6 Tagen bin ich wieder da und bin ich umgezogen. Gut, so ein Ding machen wir. Also, dass überhaupt die Dreistigkeit besteht, dass Leute diese Frage stellen, ob ich aus diesem Haus ausziehe, mit Vermietern, denen ich einfach, die wie fast meine Zieheltern sind, zieht ihr denn komplett neben Luft oder was? Sage mal, Chat, da sind wir wieder mit Denken.
Also wirklich.